Ja, moin und hallo. Wir haben aufgeräumt in Selbitz. Aufgeräumt nach dem, was in den Nachrichten immer anhaltender Dauerregen, anhaltender Starkregen genannt worden ist. Konkret hieß das, dass 80 Liter Wasser innerhalb von 12 Stunden gefallen sind. 80 Liter, das ist kein Regen mehr, sondern das ist, als wenn man mit einem Feuerwehrschlauch gegen das Fenster spritzt. Da gibt es keine Regentropfen mehr. Wir haben aufgeräumt und wir haben viel Glück gehabt. Klar, Häuser überflutet, Keller überflutet, auch im Ordenshaus Wassereinbruch. Natürlich, aber letztlich, wir haben Glück gehabt. Kein Mensch ist zu Schaden gekommen. Anders in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und wir schauen mit bangen Herzen dorthin. Wir schauen auf die fast 100 Toten, auf die Vermissten, auf die Helfenden, die mit aller Kraft suchen und hoffen, dass sie noch Menschen finden. Und wir schauen auf diese wirklich prekären Bilder. An dem Tag heute möchte ich nicht daran denken, ob das das neue Normal ist. Klimawandel, Klimakrise, all die Dinge. An dem Tag heute möchte ich daran denken, dass ich für die Menschen vor Ort bete. Und nicht nur ich, sondern wir alle und ich nehme an, wir alle in Selbitz, die wir wissen, was so ein Regen, wie der sich anfühlt. Wir beten für die Menschen dort, dass die, die vermisst sind, gefunden werden und dass die getröstet werden, die Menschen, aber auch Hab und Gut verloren haben. Wir beten für euch und wir beten für die Helfenden. Und ein Wort noch, das eignet sich nicht zum Katastrophentourismus. Die Menschen, die dorthin fahren, um zu schauen, wie ist denn das so bei Überflutung, das finde ich ekelhaft, wirklich ekelhaft. Also, unser Gebet geht raus zu den Menschen. Seid behütet und seid getröstet. Gott möge sich erbarmen.